Das soll die neue Wunderwaffe gegen Zellulite sein, doch die sorgt erstmal für Schmerzen. Das ist halt so ein brennendes Gefühl und das tut halt weh. Und die Beine sind danach gar nicht beautiful. Das schaut halt aus, als wäre ich grün und blau geschlagen worden oder bin irgendwo runtergefallen. Ist sie aber nicht, sie testet die neue Zellulite-Entfernungsmethode. Ob die nun wirklich der Durchbruch gegen die Dellen ist? Jasmin Grimm aus München ist 1,64 groß, wiegt 50 Kilo und hat eigentlich Idealmaße. Eigentlich, denn trotz perfekter Proportionen leidet sie seit der Pubertät unter einer großen Schwachstelle. Zellulite, die Dellen, das ist total hässlich. Ich gefall mir damit überhaupt nicht, fühle mich total unwohl in Hotpants, würde sie am liebsten sofort wieder ausziehen. Inzwischen trägt die 29-jährige Versicherungskauffrau in der Öffentlichkeit kaum noch kurze Sachen. Obwohl sie regelmäßig Sport treibt und sich gesund ernährt, wird ihr Problem immer schlimmer. Auch Jasmins bester Freund Dennis kann ein Lied vom leidigen Thema singen. Die Zellulite, das ist so... Böses Wort. Das darf man, so ein bisschen Erziehungssache, das darf man bei der Jasmin in der Nähe am besten nicht sagen. Wenn wir halt baden sind im Sommer am See oder irgendwo, dann... wird immer gleich verglichen und geschaut, was haben die anderen Mädels oder warum haben sie es nicht und warum ist es bei mir so schlimm. Und da haben wir dann lange Diskussionen, obwohl wir eigentlich entspannen wollen. Und ja, da merke ich dann schon, dass sie sehr unzufrieden ist und es am besten auch gern anders hätte. Die Jasmin leiden weltweit. 85% aller Frauen unter lästigen Dellen an Po und Oberschenkeln. Selbst die Stars, von denen nicht alle so selbstbewusster zu stehen wie Lena Dunham oder Emily Blunt. Bisher mussten sich Betroffene mit Zellulite abfinden, da sie sich nicht wirklich effektiv bekämpfen ließ. Jetzt macht eine neue Methode aus den USA Schlagzeilen. Selfina soll dauerhaft Abhilfe schaffen. Nur wie? Selfina behandelt die eigentliche Ursache der Zellulite, indem sie die bindegewebigen Fasern, die die Haut nach unten ziehen und diese Unebenheiten erzeugen, ablöst und somit die Haut wieder in ihre glatte Oberfläche zurückkehren lassen. Jasmin entdeckt die Methode im Internet und lässt sich vom Münchner Schönheitschirurg Dr. Klöppel beraten. Das Verfahren ist ein operativer Eingriff unter örtlicher Betäubung. Die Kosten liegen Minimum bei 2.500 Euro, je nach Zellugrad meist mehr. Der Arzt diagnostiziert bei Jasmin eine sehr ausgeprägte Zellulite-Stufe 2-. Die meisten deutschen Frauen haben Stufe 2. Die Behandlung kann Jasmins Dellen dauerhaft verschwinden lassen. Nach 24 Stunden Bedenkzeit wird sie für den Eingriff präpariert. Im Schattenwurf sehen wir die Vertiefungen umso besser, die durch die Faser nach unten gezogen werden und können hier uns die einzelnen Vertiefungen markieren, die dann nachher gezielt mit unserer neuen Methode therapiert werden. Das Selfina-Gerät saugt die Haut auf 6 mm Höhe an, jede Delle wird örtlich betäubt. Die Behandlungsrisiken sind angeblich gering, es kann eventuell zu Entzündungen an den Einstichstellen kommen. Jasmin bekommt einen Ball, den sie bei Schmerzen durch die Betäubung drücken kann, das tut sie dauerhaft. Dadurch, dass die Haut angesaugt ist und die Betäubung reingespritzt wird, zieht sich das so zusammen und ist halt so ein brennendes Gefühl und das tut halt weh. Und je nach Stelle halt auf dem Po direkt ist nicht so schlimm wie seitlich oder weiter unten. Jetzt beginnt die eigentliche Behandlung, in der die Nadel alle verkürzten Bindegewebsfasern durchtrennt, was die Dellen glättet. Nach 2,5 Stunden ist der Eingriff vorbei. Jasmin muss eine Kompressionshose tragen, soll einige Tage keinen Sport machen, wird viele blaue Flecken haben, kann aber gleich nach Hause. Also ich merke gar nichts. Ich habe jetzt nicht einmal auch ein Taubgefühl oder sowas. Ich hoffe natürlich, dass ich dann auch ganz schnell das Ergebnis sehe. Also klar, die blauen Flecke, das ist mir bewusst. Aber danach denke ich, ich freue mich total auf das Ergebnis. Am nächsten Tag sieht sie dann so aus und schreibt uns per WhatsApp. Guten Morgen, Obacht, jetzt wird's grün, blau, lila. Wochenlang hat sie solche Flecken, aber keine Schmerzen. Nach 2 Monaten ist das Resultat vorzeigbar. Ihre Zellulite ist zwar kein Grad 2- mehr, ganz weg ist sie aber auch nicht. Haben sich die 3.500 Euro Behandlungskosten und alle Schmerzen dennoch gelohnt? Ich bin auf jeden Fall zufrieden, aber ich muss auch sagen, so 1, 2, 3 Dellen habe ich schon noch gesehen. Finde ich halt schade, dass doch für das Geld paar Dellen noch übrig geblieben sind. Bereuen tue ich es auf keinen Fall, aber ich weiß nicht, wenn ich gewusst hätte, dass es doch so schmerzhaft war, weil diese Einstiche taten dann schon weh und die Betäubung,
dann wüsste ich es ehrlich gesagt jetzt heute nicht zu 100%, ob ich es nochmal machen würde. Jasmin fühlt sich wieder happy in Hotpants. Wie lange das Ergebnis anhält, lässt sich nicht sagen. Die Methode ist zu neu. In den USA sind die meisten Patienten 2 Jahre später noch zufrieden. Ich würde dich auch mit diesen